Ja, hallo und herzlich willkommen bei Bo Minecraft. Heute wollte ich euch zeigen, wie man mit dem Plugin Craftbook Lifts, also Aufzüge, baut. Ja, das erste, was wir brauchen, ist erstmal, erstmal zwei Plattformen, wo wir ihn hoch wollen. So, ich nehme an, das dürfte reichen. So, das ist unsere Plattform, wo wir hin wollen. So, um jetzt, wir setzen erstmal den ersten Aufzug. Das geht, indem wir draufklicken auf die Stelle, wo der Aufzug sein soll. So, in der obersten Zeile geben wir den Namen des Aufzugs ein, wo es eben hinführen soll. Da kann aber auch irgendwas eingehen, das ist eigentlich recht egal. Ich gehe einfach mal ein oben. So. Weil wir nach oben wollen, müssen wir eingeben Lift ab, also Aufzug hoch. So, weil das jetzt noch nicht geht, da das ja noch nicht geht, müssen wir nach oben auch so ein Schild machen. Also unten Lift down. So, jetzt haben wir zwei, Aufzüge gemacht. Um die zu benutzen, Rechtsklick. Es ist aber wichtig, dass man immer festen Boden darunter hat. Also man kann nicht, das demonstriere ich jetzt nochmal. So, jetzt ist der Einstein weg. Das wird nicht gehen, weil da nichts drunter ist. Hier steht ja auch, you would have nothing to stand on. Also ich habe nichts, wo ich drauf stehen kann, wenn ich da oben angekommen bin. Daher immer ganz wichtig, unter dem Schild was machen, wo man drauf stehen kann. So. Das haben wir jetzt schon mal. So, falls man jetzt, oder wir versuchen das einfach mal, indem wir das jetzt abbauen und hier hinsetzen. So. Das geht jetzt nicht, weil das Schild schaut in diese Richtung. Und dieses da unten schaut in diese Richtung. Also dieses Schild müsste dann auch in diese Richtung. So. Jetzt geht das wieder. Also die Schilder müssen immer in die gleiche Richtung schauen. Sonst geht das nämlich nicht. Man könnte aber auch jetzt. An der gegenüberliegenden Seite noch ein Schild anbringen. So. Ja, jetzt führt das eben hier hin. Genauso kann ich auch so hin und her wandern. Das ist alles kein Problem eigentlich. Wenn man es wieder abreißen möchte, muss man einfach einen Stein abmachen und ja, man kann sich nicht mehr teleportieren. So, ja. Also das Besondere an denen ist eigentlich nur, dass man ja durch Wände sich teleportieren kann. Also ist das doch sehr praktisch. Wie man ja schon in unseren Vorgängervideos gesehen hat, ja, dass wir uns viel mit den Lifts in unserer großen Pyramide fortbewegen und so weiter. Also ist eigentlich recht praktisch und würde ich auch jeden Harmut-Server empfehlen. Ja, das war's dann erstmal für uns. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns ja abonnieren. Das wäre eine positive Rückmeldung für uns. Ja, dann verabschiede ich mich erstmal. Tschüss.